Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Bei dieser Legung geht es darum zu erfragen, wie es jemanden momentan geht, den man nicht erreichen kann, der weit weg ist, im Urlaub und man gerade keinen Kontakt herstellt und sich einfach irgendwie Sorgen macht. Das ist ja auch verständlich. Für diese Frage habe ich mich für die Legung die 3 entschieden. Da haben wir die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist einfach für einen prägnanten kurzen Überblick auf eine ganz konkrete Frage, also wie es jemandem geht. Ich habe für die Gegenwart gelegt Kreuz Bube, für die Vergangenheit Kreuz 8 und für die Zukunft Karo 7. Über die Zahlen bzw. Buchstabe lässt sich dann schon mal Folgendes sagen. Die 7 ist eine sehr kleine Zahl, sie ist ungerade, beweglich, aber aktiv. Ja, da kann immer noch was sein. Die 8 hingegen ist klein, ja, aber nicht sehr klein. Die 7 ist die kleinste Zahl jetzt hier im Skat. Sie ist gerade, gesättigt und stabil. Ja? Also in der Vergangenheit ist auf jeden Fall was Stabiles. Und für die Zukunft pausiert wieder was. Da wird eine Verzögerung eingelegt. Der Bube generell steht im Skat für Kinder und oder Ereignisse in der jeweiligen Farbe. Sprich, wir haben Schwarz, das wäre dann eher auch negativ, aber es wird auch in Bezug auf das Kreuz dann genommen. Grundsätzlich ist es gut, sich über die Vergangenheit zum Lesen der Karten abzusichern. Also fangen wir in der Vergangenheit an mit der Kreuz 8. Ja, die ist ein Zeitraum. Das sind 8 Tage, 8 Wochen oder 8 Monate. Ja, ist eine positive Entwicklung. Alles ist soweit stabil gewesen in der Vergangenheit. Und wir kommen dann von der Vergangenheit zur Gegenwart. Ja, letztendlich muss man sich das Ganze für die Frage auch im Gesamtbild anschauen. Die Gegenwart zeigt unmissverständlich das Kind, ja, um das es hier geht. In dem Fall zum Beispiel, wenn Eltern getrennt leben, die haben Sorgerecht, das Kind ist mit unterwegs, man möchte da gerne was wissen. Und dann wäre hier das Kind auf jeden Fall treffend, ja, als Personenkarte sozusagen für Kinder. Es können aber auch junge Personen sein und so weiter, wissbegierige Personen. Also hier ist auf jeden Fall das, wonach gefragt wird, in der Legung auch da und sichtbar. Also im Normalfall ist der Kreuz Bube keine Personenkarte. Ja, Personenkarten sind die, wo die fragende Person darstellt, männlich oder weiblich. Ja? Da bekommt man dann einfach auch noch Informationen, welche Haarfarbe, wenn eine andere Personenkarte liegt, irgendeine Person hat, wo man jetzt rausfinden möchte, wieder ein Beispiel aus der Praxis, mit wem geht meine Frau fremd? Und dann kommt eine Karte, die besagt, es ist ein junger Mann mit braunen Haaren zum Beispiel. So, aber hier ist es halt auch konkret für Kinder, also dennoch stückchenweise doch eine Personenkarte. Ja, aber nur so klein. Klein wie die Kinder. Da wird einfach auch gesagt, dass hier einfach wichtige Nachrichten
müssen noch gesprochen werden. Ja, es ist ja wichtig, man möchte ja wissen, wie es dem Kind geht hier in dem Beispiel. Dann kommen wir auch schon in die Zukunft. Ja, die Karo 7 einfach wieder. Auch hier kann das nämlich kleiner Zuwachs heißen. Ja, es wird auch was gestoppt. Wir haben hier Rot. Rot ist dann schon eher, ja, vor allem wenn es halt für die Liebe geht, schon immer besser. Aber es sind durchaus bei der Karo 7 positive Veränderungen, aber kleine. Ja. Die Frage, wie es jemandem geht, in der Vergangenheit war stabil, aber ist jetzt dann wohl auch besser geworden. Also im Ganzen kann man hier sagen, dass es ziemlich vom Gefühl neutral ist, es aber noch sich auch positiv ändern kann. Ja, die Möglichkeit ist auf jeden Fall in der Zukunft offen. Ich hoffe, das war wieder hilfreich. Bis dahin, tschüss.